Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mivula News. Wahnsinn! Die Speicherstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Im Februar 2014 hat die Bundesrepublik Deutschland den Hamburger Nominierungsantrag Speicherstadt und Kontorhausviertel im Chilehaus offiziell beim UNESCO-Welterbezentrum in Paris eingereicht. Wir als Wunderländer und Speicherstädter haben uns stark gemacht, dass Hamburgs Speicherstadt Weltkulturerbe wird. Im Juli kam dann die Sensation. Die Welt heißt Hamburg und die Speicherstadt im Kreis der Weltkulturerbestätten willkommen. Parallel haben wir mit großem Optimismus auf allen 5 Kontinenten an den bekanntesten Welterbestätten über Monate Grußbotschaften gesammelt. Die Menschen heißen uns als Speicherstadt willkommen. Das Miniaturwunderland hat im August Zuwachs bekommen. Jana und Sebastian werden bei uns als Mediengestalter im Bereich Digital und Print bzw. Bild und Ton ausgebildet. Bereits in den ersten Wochen haben die zwei schon viel lernen und neue Erfahrungen sammeln dürfen. Mit unvoreingenommenem Blick entdecken sie das Wunderland ganz neu. Dazu haben sie Motive gejagt, Videos aufgezeichnet und Fotos geknipst, diese später in Bildbearbeitungsprogrammen gestaltet. Neben unserem offiziellen Instagram-Account haben die beiden einen neuen ins Leben gerufen, welcher während der gesamten Ausbildung ständig aktualisiert wird. So könnt ihr die beiden jungen Kreativköpfe auf ihrem gesamten Weg begleiten. Es gibt auf diesem Account tägliche Updates zu verschiedensten Themen, von Fotos aus dem Büro über Projekte der Ausbildung, Bilderrätsel, witzige Fakten des Wunderlandes bis hin zu Bilder der Anlage mit Blick hinter die Kulissen. Während der Cruise Days fand bei uns ein Schlepperballett in 1:87 statt. In unserem Skandinavien-Abschnitt konnten die Gäste ein tolles Programm genießen. Diese Miniatur-Schiffsparade wurde von unseren Forumanen organisiert. Die hatten riesigen Spaß, auch die Cap San Diego mal in Bewegung zu setzen, wenn auch nur geschleppt. Vielen Dank an dieser Stelle! Das nächste Schlepperballett gibt es voraussichtlich zum Hafengeburtstag 2016. Ein großes Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Mitte September wäre Agatha Christie 125 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses 125-jährigen Jubiläums wurden einzelne Szenen von unseren Modellbauern nachgestellt. So entstanden Bilder ihrer 7 berühmtesten Romane. Miss Marple und Hercule Poirot wurden einmal anders inszeniert und unsere Gäste konnten in eine kleine Agatha Christie-Welt eintauchen. Im September war es endlich soweit. Wir haben unseren eigenen Weltrekord gebrochen. Aus dem bisherigen 13-Kilometer-Gleis wurden 15,4 Kilometer. Frederik und Gerrit haben das letzte Stück der Gleise verlegt und die Brücke zwischen Italien und der Schweiz eingebaut. Dadurch war das Schienennetz zwischen den beiden Abschnitten miteinander verbunden. Der oberste Richter von Guinness, Marco Fregatti, hatte unseren beiden Chefkapitanus die Urkunde und damit dem Wunderland den Weltrekord verliehen. Anlass des Events war die Vorstellung des neuen Guinness World Records Buch 2016. Wir wachsen weiter, genug Zeit also, um noch viele weitere Weltrekorde aufzustellen.